Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Parks. Und heute schauen wir uns den Park von Random nicht da an und der heißt Jurassic World of DPG. Und DPG steht für Dinosaur Protection Group. Wir fangen hier an einem wirklich sehr coolen Ort an, umgeben von Beton. Also du hast das hier in eine Lagune eingebaut, finde ich eine mega coole Idee. Das ist auf jeden Fall mal eine ganz andere Optik. Und wir haben ja auch direkt so ein schönes Begrüßungsgehege. Mit Dryos. Die da im hohen Gras umherlaufen. Ja, da sieht man die dann auch gut. Aber auch hier ist das Gras ein bisschen im Weg. Also ein bisschen weniger hohes Gras wäre hier nicht schlecht gewesen. Oder halt das Land so ein bisschen niedriger machen, dass man von oben runter guckt. Das geht dann auch immer ganz gut. Aber schöner Dinosaurier für so einen Parkanfang, finde ich. Und hier geht es dann auch hoch, aus der Lagune raus. Auch links und rechts schön mit Felsen. Aber wir haben ja unter anderem auch noch ein Hotel, da gehen wir auch mal kurz rein in die Ansicht. Die wird ja wahrscheinlich nicht so cool sein. Nee, habe ich mir schon gedacht. Aber für mich zählt ja sowieso immer die Poolansicht. Die schauen wir uns auch gleich noch an. Hier sind auch noch Sitzmöglichkeiten und sogar Läden sind hier. Also hier sind dann auch noch mal ein paar Versorgungsläden. Essen, Trinken, Souvenirs und Toiletten. Alles, was das Herz begehrt. Und in der Mitte auch noch so ein paar Bäume als Deko. Und natürlich auch noch die Einschienenbahn. Oh, hier ist auch noch so ein Sitzplatz. Habe ich gar nicht gesehen. Das sieht auch noch mal sehr schön aus, so eine Sitzecke. Selbstgebaut aus Deko-Elementen. Ich gehe mal einmal ganz raus, dann seht ihr mal, wo wir überhaupt gestartet sind. Das sieht nämlich wirklich mega interessant aus. Richtig coole Idee, dort den Parkeingang zu machen. Aber jetzt gehen wir mal in die Hotelansicht, also in den Pool. Und schauen mal, ob man daraus was sehen kann. Aber man kann zumindest auf die Dryos gucken. Aber in die Lagune so hoch kann man leider nicht schauen. Ist aber ja auch nicht weiter schlimm. Sondern wir fliegen dann einfach mal hier hoch. Okay, da haben wir dann auch nochmal Sitzmöglichkeiten. Und nochmal einige WCs. Wir biegen einfach mal hier links ab. Und sowas ist natürlich immer schön, wenn man hier dann in die Lagune gucken kann. Ich glaube, als Besucher kann man auch noch hier rüber gucken. Also ich glaube, die Sicht wäre ungefähr so. Oh, da vorne kommt dann das nächste Gehege. Mit Uluru Titans. Wir können einfach mal hier reingehen, würde ich sagen. Oh, perfekt. Uluru Titans sieht man hier. Pentaceratops. Und eine Jurassic Tour fährt er auch durch. Oh, da hinten sind auch noch Edmontos. Wie schön die gerade hier vorher langlaufen. Finde ich mega gut. Aber ich glaube, wir haben hier sogar noch mehr Möglichkeiten, dort reinzuschauen. Das ist, glaube ich, ein richtig großes Pflanzenfresser-Mischgehege. Hier ist auch ein Dreadnoctus. Und Archaeornithinimus sind es, glaube ich. Oh Gott. Die Jurassic Tour wird voll auseinandergenommen. Die wurden durchgeschüttelt, die Leute. Hier ist auch noch ein Schutzraum. Und dann auch noch mal eine Beobachtungsgalerie. Ich glaube, das Gehege ist mega riesig. Aber das werden wir nachher durch die Tour eh noch mal besser zu Gesicht bekommen. Ja, hier in diese Richtung hat man auch noch mal voll viele Möglichkeiten, dort reinzuschauen. So ein Turm ist sogar ganz praktisch, weil dann sieht man das Ganze auch mehr von oben. Dann hat man auch einen ganz anderen Überblick. Aber jetzt gehen wir mal auf der anderen Seite hier in die Galerien. Mal gucken, ob wir da was zu Gesicht bekommen. Jetzt die Lagune.
Da vorne schwimmt ein Plesio. Gehen wir kurz runter und gucken, ob wir da was zu Gesicht bekommen. Ein Moser schwimmt da. Kann man ganz leicht erkennen in der Ferne. Ich würde aber sagen, wir checken das Ganze nochmal von oben aus. Kann man das nämlich viel besser sehen und viel schneller. Besser, als wenn wir jetzt in jede einzelne Galerie reingehen. Gucken, ob wir hier noch irgendwas zu Gesicht bekommen, was wir nicht gesehen haben. Aber bestimmt, weil die Lagune ist auch riesig. Oder was? Ja, das ist der Plesio. Der flüchtet gerade vor dem Moser. Ansonsten schwimmen hier nur noch weitere Plesios rum. Aber finde ich, ist auch völlig ausreichend. Ein Moser und einige Plesios. Viel mehr brauchst gar nicht. Ich glaube, wir müssen jetzt auch nicht einmal hier drumherum rennen. Man sieht es ja schon ganz gut. Also hier sind noch einige Besucherläden und auch Schutzräume. Ich würde sagen, wir fliegen jetzt einfach mal direkt da vorne hin. Hier zum Innovationscenter. Da ist auch das Entwicklungslabor unter dem Moser nochmal. Sieht voll gruselig aus mit dem Schatten. Hier ist das Innovationscenter. Sehr cooler Ort mit dem Berg im Hintergrund. Sieht nice aus. Und hier haben wir dann auch noch ein weiteres Gehege. Mit einem Giganotosaurus, so wie es aussieht. Cooler Skin, so ein Rot. Wir haben auch noch irgendwelche kleineren Dinos. Das sind Proceratus. Oh, da geht auch eine Tour durch. Eine Gyrosphärenfahrt. Ich weiß gar nicht, wie wir da hinkommen. Hier vorne ist aber nochmal ein Turm. Und dort aus kann man nochmal hier runterschauen. Hier vorne ist übrigens der Gyrosphärenfahrteingang. Fahren wir jetzt mal mit. Ich finde das aber cool mit den Erhöhungen links. Dann kann man halt noch nicht sehen, was einen so erwartet, wenn man weiterfährt. Hier sehen wir dann nochmal die Proceratus aus nächster Nähe. Der Giga versteckt sich gerade irgendwie ein bisschen. Oh, da vorne ist der Giga. Gerade ein Nickerchen gemacht, so wie es aussieht. Sieht ein bisschen seltsam aus, wenn er so den steilen Berg hochläuft. Aber so ein paar mehr Felsen hätten dem Gehege echt gut getan, finde ich. Aber ich habe jetzt schon leichte FPS-Probleme. Kann natürlich auch sein, dass du deswegen die Felsen hier weggelassen hast. Weil irgendwann ist es natürlich problematisch mit Objekten platzieren. Wenn der Park dann schon etwas größer ist. Das Gehege hier haben wir uns gerade angeschaut. Hier auf dieser Karte ist übrigens immer so, dass ein großer Teil immer im Schatten ist, weil hier die Berge drumherum so riesig sind. Finde ich aber jetzt nicht so schlimm. Der Moser ist aber zeigefreudig. Der ist immer genau da, wo wir sind. Das ist nochmal ein Besucherbereich, so wie es aussieht. Auch mit Hotelanlagen. Und auch nochmal mit so kleinen Zäunen von dieser einen Mod. Das ist auch nochmal eine schöne Hotelanlage. Hat man natürlich nicht den besten Ausblick, wenn man dann hier im Pool chillt. So schlecht ist es auch nicht. Jetzt fängt es natürlich an zu regnen, wo ich im Pool bin. Aber hast du ja auch sehr schön alles abgesteckt mit dem Zaun und den Lampen. Die Hotels sehen so klein aus. Ich glaube, ich verbaue meistens immer die großen Hotels. Die sehen richtig winzig hier aus, die kleinen. Und hier vorne scheint es nochmal in einen Industriebereich zu gehen. Hier sind dann wahrscheinlich die ganzen Fahrzeuge und Mitarbeiter von der Dinosaur Protection Group. Sehr sauber gearbeitet. Und du hast auch immer
die Gebäude im gleichen Stil genommen. Finde ich sehr gut. Hier auf der rechten Seite wäre dann auch nochmal ein Eingang in die Einschienenbahn. Da gehe ich aber jetzt mal nicht rein. Und hier kommen wir auch nochmal zu zwei Beobachtungsgalerien. Gehe ich jetzt auch einfach einmal drüber. Ich höre irgendwas, aber ich sehe nichts. Ach, weil er direkt vor der Galerie ist. Wunderschöner Skin. Aber ich glaube, das ist das große Mischgehege vom Anfang, was wir schon gesehen hatten. Kann das sein? Ja, doch, das kommt hin, ne? Wir sind ja hier vorne links abgebogen. Ich glaube, das ist genau das Gehege. Dann müssen wir jetzt ja logischerweise hier vorne nochmal entlang fliegen. Und da kommen wir dann auch zu einer weiteren Jurassic Park Tour. Oh cool, mit diesem Jeep sogar. Das heißt, wir haben in deinem Park wirklich alle Touren, die es im Spiel gibt, vertreten. Dann düsen wir mal los. Bin ich mal gespannt, was wir hier so zu Gesicht bekommen. Ich glaube, auf dieser Seite hatten wir auch noch gar nichts gesehen. Also das ist jetzt alles neu, was wir bei dieser Tour sehen werden. Es geht auch erstmal durch ein wunderschönes Jurassic Park Tor. Oh, okay, links und rechts sind die Gehege und ich glaube, wir fahren auf so einer sicheren Strecke. Finde ich auch immer cool. Gerade bei so gefährlichen Fleischfressern wie dem Tyrannosaurus und den Velociraptoren. Ist auch ein riesiges Gehege. Sieht interessant aus mit den Felsen. Weil man kann leider die Dinosaurier dann nicht so gut erkennen von hier. Weil auch dieser Zaun so riesig ist. Ich finde es aber mega cool, dass du überall die passenden Schilder hingemacht hast. Die Tour scheint sich einmal hier komplett entlang zu schlängeln. Und hier haben wir Dilophosaurus und Triceratops. Leider kriegen wir gerade echt nicht so viel zu Gesicht. Schade, schade. Ist halt auch mal ein bisschen Glückssache, wo die sich gerade befinden. Ah, da vorne sind die Dilos. Ich glaube, wir haben hier aber gar kein Fernglas mehr. Zumindest nicht, wenn wir selber fahren. Ist ein bisschen schade, da können wir nicht ranzoomen. Ich muss sagen, dass mich das ein bisschen stört, dass die Tore hier alle direkt an der Strecke sind. Dadurch öffnen die sich halt immer, wenn man hier lang fährt. Aber das ist halt, glaube ich, nur der Fall, wenn ich selber fahre. Also ich glaube, hätte ich jetzt an der Tour teilgenommen, dann würde die sich nicht öffnen. Weil bei den Jeeps vor uns öffnen die sich ja auch nicht. Hier haben wir Gallimimus drin. Und ein wilder Jeep. Ich glaube, ich hätte mir echt noch so ein bisschen mehr Abwechslung hier gewünscht, was Zäune angeht. Also nicht überall dieser fette Zaun. Ist ja eigentlich so dieser Spino-Zaun. Durch den kann man halt echt nicht gut durchgucken. Den hätte ich mir so beim T-Rex vielleicht gewünscht oder beim Spino. Aber nicht zum Beispiel hier bei den Triceratopsen. Da wäre irgendwie ein anderer Zaun ein bisschen besser zum Durchschauen. Weil die liegen da wirklich perfekt, aber die Sicht ist halt schon beeinträchtigt. Ich glaube, die Tour ist nämlich jetzt zu Ende. Hier geht es nämlich wieder raus. Und da vorne geht es zurück zur Station. Oh, das sieht ja cool aus von oben. Das kann man halt leider gar nicht erkennen von der Tour aus. Und hier haben wir einen Indominus Compi. Okay. Ich habe leider noch Mods installiert. Ich vergesse das immer. Wenn ich für meinen Shorts-Kanal Sachen aufnehme, dann vergesse ich halt immer, die wieder zu deinstallieren, wenn ich dann Besichtigung mache. Aber ist ja auch immer irgendwie interessant, ne, wenn dann hier solche Kreaturen rumlaufen. Ach, hier ist der T-Rex drin. Okay, jetzt verstehe ich. Ich dachte, der T-Rex war auf der linken Seite. Ah, okay. Dann war dieses Schild für den Indominus Rex sozusagen gedacht. Ah, das hier sieht auch cool aus. Sieht unter Wasser mega nice aus. Fast so aus wie so Korallen. Raptoren und Rexys gemischt in einem Gehege. Auch nicht schlecht. Ich glaube, beim Rex habe ich auch noch eine Mod installiert. Das ist der Zombie Rex.
Der sieht auch so böse aus. Dann sollten wir eigentlich alles hier gesehen haben. Es sind dann wieder einige Besucherläden noch. Wir sind dann schon einmal im Kreis jetzt gegangen, wenn mich nicht alles täuscht. Weil hier sind wir ja gerade hergekommen. Ich zoome jetzt einfach nochmal raus. Seht ihr das nochmal? Da wir haben jetzt schon einen Großteil von einem Park abgearbeitet. Also ich glaube hier diesen gesamten Bereich auf dieser Seite. Aber ich glaube, man müsste jetzt, um hier vorne hinzukommen, nochmal mit der Einschienbahn fahren. Ich werde jetzt die Strecke nicht nochmal komplett entlang fahren. Ihr seht ja, wo die lang geht. Ich würde sagen, wir fliegen einfach zur Station. Aber es ist natürlich nochmal cool, wenn man so eine Strecke hat, die einmal quer durch den gesamten Park geht. Ist halt immer nur blöd, dass die so schnell ist. Da kann man halt echt nicht gut rausgucken. Da fehlen irgendwie noch so Optionen mit Zwischenstopps und sowas. Es wäre noch cool, wenn das irgendwann kommt. Wir gehen jetzt aber mal hier in das Aviarium direkt rein. Auch wieder viele Höhenunterschiede, aber leider keine Felsen. Da hinten sind Felsen. Aber hier vorne vermisse ich die auch wieder so ein bisschen. Aber hier geht auch nochmal eine Tour durch. Und hier sind dann auch bei den Felsen die ganzen Flugsaurier. Weil die lieben ja Felsen zum Zwischenlanden. Die Morphodon, die Sternbergia, Maradactylus. Er gönnt sich. Hier draußen ist dann nochmal so ein größerer Platz mit einer Rangerstation. Und auf der linken Seite ist nochmal so eine Veterinärstation. Aber wir fahren jetzt nochmal mit der Jurassic Tour hier, würde ich sagen. Ich glaube, die geht nämlich auch nochmal durch den gesamten Park. Oder zumindest durch einen großen Teil. Aber wir fahren jetzt direkt ins Aviarium rein. Okay, interessant. Ich hätte jetzt eigentlich damit gerechnet, dass wir erstmal geradeaus fahren. Aber den Teil haben wir ja gerade hier schon gesehen. Ist natürlich cool, dass man so nah an den Flugsauriern vorbeikommt. Kann man halt wirklich dann perfekt sehen. Könnte man quasi schon berühren, wenn man da hinten drin sitzt. So, sehr cool gemacht. Oh, das war's schon. Okay, das ist nur eine Tour, die einmal durch das Aviarium geht. Dann habe ich aber eine Tour übersehen. Weil ich dachte, das wäre jetzt so eine Tour, die auch noch da hinten durch dieses große Pflanzenfressergehege geht. Okay, dann habe ich das voll falsch eingeschätzt. Muss hier aber irgendwo noch ein Toureingang sein. Weil hier fährt doch auch so ein Truck durch. Das habe ich ja voll übersehen. Ich dachte, das wäre halt so eine Galerie. Die sehen sich halt so ähnlich. Dann fahren wir natürlich auch noch hier mit einmal. Aber ich glaube, den Großteil der Dinosaurier und von dem Gehege haben wir schon gesehen. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht auch so weggerammt wie die vorhin. Aber es fängt schon mal genauso an. Boah, was ein schöner Pentaceratops-Skin. Der Nackenpanzer sieht ja mega nice aus in der Farbe. Sind aber auch gerade alle echt aufgescheucht. Gerade die Uluru Titans. Die haben gar keinen Bock auf mich. Dann geht's dann auch unter den Schienen lang. Hier auf der rechten Seite wäre es noch cool gewesen, hättest du da unsichtbare Zäune gemacht. Die hätte man ja auch weglassen können. Dass da einfach so im Wald endet, das Gehege. Oh, und hier sind nochmal die Ankis. Oh, der kriegt auch Panik direkt wegen mir. Ich kann es verstehen. Wenn auf einmal so ein Truck da durchfährt, ist ja nicht so nice. Dann blockieren sich die Kollegen. Schön, nochmal die Dreadnoctus und die Edmontus. Überqueren hier gerade genau die Strecke. Und da ist auch noch irgendwas Kleines. Was ist das denn? Oh, ich glaube, das ist... das ist tatsächlich ein kleiner Kano. Baby-Kanotaurus.
mit einem riesigen Auge. Würde ich euch gerne mal innen zeigen. Wartet mal. Ich weiß, der Truck ist wahrscheinlich gleich weg. Aber der ist auch von der Mod. Guckt euch mal das Auge an. Ich glaube, der kommt für den Homalocephale ins Spiel. Habe ich halt auch wegen meinem Zweikanal noch installiert. Mein Fehler. Er fliegt jetzt einfach mal so hier entlang, weil der Truck ist jetzt leider weg. Macht aber ja nichts. Ganz viele verschiedene Arten. Finde ich cool. Und wie das hier immer so hinter den Felsen revealed wird. Das ist echt gut gemacht. Oder hinter den Bergen. Felsen sind es ja nicht. Das ist schon eine schöne, bunte Mischung. Und dann hier die ganzen kleinen Kanus. Dann wäre es hier noch lang gegangen und dann wieder zurück. Und ja, Leute, das war der Park von Random nicht da. Hat eine Menge Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Dann lasst ein Like da. Und falls ihr mir auch mal einen Park einsenden wollt, schaut in der Videobeschreibung vorbei. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.